Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu The Crew Motorfest hier auf dem Pixelhang-Kanal mit mir, dem Ray. Heute wieder ganz normal, ja, vom Bürostuhl, nicht vom Simrig. Aber vielen Dank für euer positives Feedback. Also das kam sehr, sehr gut an, die Folge mit dem M3. Und ich denke mal, wir werden des Öfteren ja eine Folge mit dem Lenkrad machen. Aber heute wieder ganz gewohnt mit dem Controller unterwegs. Und wir schauen uns endlich den Alfa Romeo, oder besser gesagt die Alfa Romeo Giulia GTA M an. Die absolute High-Performance-Variante der Giulia. Und ich würde sagen, wir machen gleich mal eine kleine Spritztour bzw. einen kleinen Soundcheck. Ja, ein kleiner Soundcheck war das eher nicht, es war jetzt eher ein etwas längerer, aber ich fand die Startlocation gar nicht schlecht mit dem Autobahntunnel in der Nähe. Mal gucken, ob ich das in Zukunft vielleicht ein bisschen besser hinbekomme, aber ansonsten finde ich das eigentlich eine ganz gute Location, um da eine kleine erste Ausfahrt zu machen im Serienzustand. Und apropos Serienzustand, wir schauen uns das Fahrzeug ganz kurz mal hier in der Übersicht an, denn wir haben ja auch die ganz normale Giulia, die Quattrofoglio, und da ist interessant, dass die ja vom Standardindex mit 517 sogar über dem des GTA M liegt mit 512, und finde ich ein bisschen komisch, denn normalerweise ist es so, dass ja die Giulia GTA ja auf jeden Fall leistungsstärker ist, jetzt hier mit 533 PS angegeben, normalerweise sind es 540 PS, ich glaube, die haben hier einfach die Horsepower 1:1 übernommen, und normalerweise ist der GTA auch gegenüber dem ganz normalen Quattrofoglio ja fast 100 Kilogramm nochmal leichter, was jetzt hier nicht der Fall ist. Also hier ist sogar wirklich Quattrofoglio nochmal leichter gemacht im Spiel, und ich glaube, das ja, ergibt dann das Ganze irgendwo. Sei auch jetzt egal, im Serienzustand fahren wir die Fahrzeuge normalerweise eh nicht. Ich fand es nur sehr interessant. Was man vielleicht noch ganz kurz erwähnen kann, GTA natürlich an Anlehnung an den Alfa Romeo GTA. Und des Weiteren gibt es auch noch den GTA ohne das kleine M. Das ist quasi die normale High-Performance-Variante, und die M-Version, die wir ja haben, die setzt da nochmal eins oben drauf. Da fliegt nämlich die Rückbank raus und das Fahrzeug wird nochmal sportlicher, nochmal etwas leichter. Und deswegen haben wir jetzt hier ja die absolute krasse Variante bekommen. Wir gucken uns das Fahrzeug, würde ich mal sagen, ja, ganz kurz nochmal vielleicht auch mit den Farben an, weil ich finde, der sieht halt natürlich in den, ja, Tricolor, also den drei italienischen Farben, natürlich richtig cool aus. Klar, rot, klassisch. Hier sehen wir es auch nochmal schön, dass hier eben die Rückbank hinten fehlt, mit dem Überrollkäfig hinten drin. Also das hier absolute, ist im Prinzip so der GT3 RS, ja, der Giulia, kann man schon fast sagen. Geiles Fahrzeug, feiere ich absolut. Längst überfällig, dass ich mir das jetzt hier im Spiel mal anschaue. Und ja, schön auf jeden Fall, dass du eingeschaltet hast. Schön, dass du auch eben hier mit dabei bist. So, wir lassen aber ganz kurz mal diese grüne Lackierung. Wir gehen auch gleich ins Optik-Tuning. Ich hätte jetzt gesagt,
Wir machen erstmal ein bisschen Leistung rein. Und upsala, dazu gehen wir, machen wir das so. Das geht ein bisschen schneller. Jetzt bin ich gerade am Überlegen, wo hatten wir denn zuletzt die Performance? Hier im. Nee, das war Tier 1. Das ist Quatsch. Ich weiß gerade selber nicht mehr, in welchem Fahrzeug. Ich glaube, in dem hier, oder? Ich mache einfach mal. Das müsste passen. Das hätte ich im Vorfeld gucken müssen. Jawohl, gute Riecher gehabt. Und dann fahren wir den ganz kurz nochmal jetzt mit den Teilen, beziehungsweise wir schauen nochmal ganz kurz, Entschuldigung dafür, auf die geänderte Leistung. Jetzt haben wir nämlich 794 PS, also sagen wir mal 800 PS. Das ist natürlich schon nochmal eine ganz andere Nummer. Und dementsprechend bin ich jetzt mal gespannt, wie der hier performt. So, machen wir das mal so. Aber schon ein böses Fahrzeug, ne? Also Giulia gefällt mir sowieso richtig gut. Und der GTA, beziehungsweise GTA M, das ist schon, allein der Diffusor da hinten, boah. Heiße Nummer. So, gehen wir mal ein bisschen Gas hier. Extrem schön kurzes Getriebe. Kommt man fast im Schalten schon nicht mehr hinterher bei der Leistung. Aber geiles Ding auf jeden Fall. Und ich bin sehr gespannt, was wir jetzt gleich optisch am Fahrzeug tunen können. Ich habe schon mal geschaut. Es gibt auf jeden Fall Tuning-Parts, auch wenn ich mir die einzelnen noch nicht angeschaut habe, aber man kann ja trotzdem mal kurz durchgehen und sieht ja an der Anzahl unten immer, ja, dass es welche gibt, dass man überhaupt was optisch tunen kann. Wir haben ja auch den normalen Giulia schon in The Crew 2 getuned gehabt. Dort gab es ja auch ein bisschen eher von einer dezenteren Sorte, aber es gab auch auf jeden Fall Optik-Parts und dementsprechend bin ich jetzt sehr gespannt, was wir hier machen können. So, aber ich würde sagen, boah, der Verkehr heute aber auch richtig fix unterwegs. Wir fahren hier nochmal ein paar Meter. Einfach nochmal zu gucken, wie er sich so fährt, wie er so performt. Weil wir werden, glaube ich, auch bei den Profi-Einstellungen gleich nochmal ein bisschen was machen. Aber ich habe es schon mal gesagt, an dieser Stelle sei es auch nochmal erwähnt, gerne Vorschläge machen, welche Fahrzeuge ich mir unbedingt nochmal anschauen soll. Auch Fahrzeuge, die vielleicht schon länger im Spiel sind. Es müssen ja nicht immer die ganz neuen sein. Wo du sagst, hey Raid, das musst du dir angucken. Da gibt es richtig geile Optik-Parts. Check das mal aus. Gerne in die Tasten hauen. Und gerne, wenn du da einen coolen Vorschlag siehst, auch ein Däumchen nach oben da lassen. Das wäre nicht verkehrt. Gut, dann würde ich sagen, parken wir mal da irgendwo. Parkplätze gibt es ja überall. So. Zack. Und dann wird es endlich Zeit für das Optik-Tuning. Deswegen sind wir doch alle hier, oder? So, wunderbar. Dann tunen. Farbe haben wir schon gemacht. Dann Tuning-Teil. Genau, eben hier unten siehst du ja an den Zahlen, dass entsprechend welche verfügbar sind. So, lass mich raten. Motorhaube gibt es einmal komplett in Carbon. Krass, wie ich das wusste. So, okay. Und dann nochmal so mit mehreren Öffnungen. Okay. Weiß jetzt nicht, ob ich das geil finde, muss ich jetzt ehrlich sagen. Da fand ich die Variante, die man bei, ja, der normalen Giulia hatten, irgendwie cooler. Aber gut. Gucken wir mal. Stoßfänger. Gibt's einmal, ja, getönt. Okay. Dann statt mit Carbon da unten im Grill, sage ich jetzt mal, in Wagenfarbe, im Wagenlack. Dann, okay, das sieht natürlich nice aus. Nochmal so einen zusätzlichen Splitter da unten drin. Nochmal so Seitenflaps quasi mit eingepackt. Das Ganze dann auch nochmal getönt. Mit Gelb. Da kannst du richtig so eine. Also immer wieder bei den gelben Leuchten. Beim BMW habe ich es ja nicht gemacht. Hier wäre es jetzt wirklich eine Option, das zu machen. Ey, ich fände es schon geil. Das ist jetzt mein Favorit. Aber wir gucken erstmal alles durch. Dann Kotflügel gibt es auch. Okay, ja, jetzt so mit komplett Carbon. Das muss man schon wollen. Also cool, dass es das gibt. Aber ja, das finde ich dann schon besser. Diese Verbreiterung ist jetzt nicht die schönste Verbreiterung. Also, ne, da finde ich jetzt eigentlich die Standardform schon eigentlich sehr gelungen. Also ich bin mir noch nicht so sicher, ob ich das wirklich dran machen möchte. Felgen gibt es tatsächlich nur die vom Hersteller. Ich glaube, die lassen wir auch. Ich finde die eigentlich geil. Bremssattel, okay. Dann hier gibt es nochmal auch in Wagenfarbe. Nice. Dann Seitenschweller. Okay, das Carbon-Element auch in Wagenlack. Oder dann nochmal da unten den zusätzlichen, ja, Splitter, sage ich jetzt einfach mal, auch mit Carbon. Okay, nice. Dann hinten Kotflügel. Da haben wir ja schon serienmäßig so eine Carbon-Anbaustelle, nenne ich es jetzt mal, Verbreiterung beim GTA M. Das Ganze kriegen wir dann aber auch in Wagenfarbe. Finde ich sogar gar nicht mal so schlecht, ehrlich gesagt. Finde ich, das ergibt sich ein bisschen mehr. Das Ganze dann nochmal ein bisschen größer.
Und auch nochmal in Wagenfarbe, okay. Dann Heckspoiler, da dürfte es wahrscheinlich auch die kleinere Variante geben, die es auch serienmäßig gibt. Ja, erstmal das Ganze aber auch Wagenfarbe, Wagenlack. Man sieht auch schön am Flügel, dass man den hinten einstellen kann. Und dann genau einfach nur mit dem Splitter hinten, den gibt es nämlich auch so serienmäßig. Dann Stoßfänger, da bin ich jetzt mal gespannt. Getönte Rückleuchten wahrscheinlich, ne? Erstmal den Diffusor in Wagenlack. Dann, das ist ja cool mit dem Kleeblatt hinten. Seht ihr das? Das ist ja geil, als Regenleuchte oder was? Okay, das feier ich. Ich meine, ich finde diese, ja, Mittelschalldämpfer oder diese Endschalldämpfer in der Mitte schon geil. Man hat ja auch diesen GT3 RS-Vibe so ein bisschen, aber das ist auch geil, come on. Das feier ich schon so ein bisschen. Vom Style her, dann das Ganze getönt nochmal. Okay. Oh, okay. Also, ich finde, allein halt, ja, mit dem Kleber, ich finde es schon nice. Ja, Innenraum können wir tatsächlich gar nicht anpassen. So, gute Frage, nächste Frage. Ich habe jetzt auch im Vorfeld schon mal geguckt bei den Lackierungen. Da hat jemand auf jeden Fall ein cooles Design gemacht hier. Also so ein bisschen Motorsport-Style. Wäre ich jetzt auch nicht abgeneigt, das anzubringen, wenn ich ehrlich bin. Aber andererseits fände ich eigentlich auch diesen cleanen Style ganz nice. Hab mich noch nicht so ganz entschieden, muss ich sagen, ja, was ich mache. Also wir gucken uns jetzt, würde ich sagen, erstmal den Stoßfänger an, eben mit den gelben Leuchten. Ich finde es irgendwie cool. Mit dem Splitter allem drum und dran. Das kommt jetzt auf jeden Fall mal dran. Dann Kotflügel. Ich bin gerade im Überlegen, wir gucken es uns mal an mit der Verbreiterung. So, ich mache das jetzt einfach mal mit dran. Felgen lassen wir, Bremssattel lasse ich jetzt auch erstmal. Spiegel lassen wir. Seitenschweller machen wir mit dem zusätzlichen Splitter. Und hier würde ich jetzt auch sagen, wir machen das mal mit der ganz breiten Variante. Heckspoiler würde ich tatsächlich auch mit der Carbon-Optik lassen. Und ja, hier hinten, ich würde es einfach mal mit der Kleeblatt-Optik und den getönten Rückleuchten machen. Und dann würde ich mir das gerne mal so ein bisschen angucken wollen. Ja, sieht nicht schlecht aus. So im Gesamten mit der Verbreiterung. Es hat schon was. Es hat schon was. Aber ich würde sagen, der Vollständigkeit gucken wir uns das Ganze einfach trotzdem nochmal mit der Verbreiterung hier an. So. Ich finde das. Ja. Also in sich sieht es auf jeden Fall stimmiger aus. Müssen wir mal ehrlich sein. In sich sieht es stimmiger aus. Aber das ist schon ein geiles Fahrzeug, oder? Und ich finde, man darf auch Wünsche äußern und ich muss ganz ehrlich sagen, so ein GTA M würde ich allein, weil ich wissen wollen würde, wie es von der Fahrperformance ist, auch sehr, sehr gerne in Forza Horizon sehen. Also so ein geiles Fahrzeug. Gut, aber ja, wir machen jetzt das mal so. Richtig schön breit. Ich finde, das gehört einfach dazu. Ups, hier ist es. Und jetzt bin ich gerade noch ganz kurz am Überlegen, bei einem Bremssatz, sollen wir die lackieren? Einerseits könnte man es schon machen. Würde halt so ein bisschen rausstechen farblich, aber ich fände es eigentlich ganz geil, wenn ich ehrlich bin. Ich mache das jetzt einfach mal so. Und dann bin ich jetzt wirklich am Überlegen. Also man könnte natürlich jetzt hier auf Rot gehen und dann diese Rennlackierung machen. Fände ich jetzt auch nicht verkehrt. Oder aber, ich würde nämlich sagen, in dem Grün würde das auch funktionieren, oder nicht? Ich mach's jetzt einfach mal. Irgendwie finde ich sie cool. Der hat die aber gleich zweimal gemacht, wo ist jetzt der Unterschied? Da ist ein bisschen mehr Glanz drin, oder? Oder das Weiß kommt ein bisschen besser rüber. Na, ich mach mal das hier. Wunderbar. So, wir sind aber noch nicht fertig. Es gibt ja noch Prestige-Teile. Ja, Prestige. So, gucken wir mal. Klar, wenn wir jetzt so ein bisschen Rennwagen-Optik machen, würde natürlich sowas mit Beschriftung auch ganz gut funktionieren. Und ich glaube, das machen wir auch. Ich glaube, die würden jetzt nicht so geil funktionieren. Interceptor-Unit passt nicht ganz. Gut, wir könnten Blaulicht natürlich nur drauf zimmern. Ich mache jetzt einmal das hier mal. Wobei, wir könnten vielleicht auch die Hoonigan-Tires, diese Kill-All, die Tire-Slayer-Reifen, die wir sehen, doch bestimmt auch ganz cool aus. Hier drauf. Hat auch was. Am besten die M-Reifen hier. Boah, die hätte ich eigentlich beim. Na, die haben ja so ein bisschen diesen BMW-Style. Die hätte ich eigentlich ganz gut beim M3 anbringen können, aber vergessen, dass ich die habe. So, gab es die nicht hier irgendwo?
Ja, und wer vielleicht zum ersten Mal einschaltet, ja, ich lasse mir natürlich beim K-Bild, um das geht's hier auch immer ein bisschen Zeit, gucken wir das in Ruhe an. Ist auch für dich die Möglichkeit, sich das in Ruhe anzugucken. Sollen wir so eine Tire-Slayer-Geschichte machen? Ja, ich mach's jetzt einfach. Ich find's cool irgendwie. Also ein bisschen Weißband-Style dadurch. So, Moment, wir sind noch nicht fertig. Rauch mache ich nicht. Und Flammen fände ich ja schon grüne Flammen. Geil. Man kann es halt leider nicht in Aktion sehen. Oh, die wäre natürlich auch geil. Italien-Nitro. Okay, das ist einfach perfekt. Das machen wir. Unterbodenbeleuchtung würde ich, glaube ich, bei dem hier verzichten wollen. Also grün natürlich wäre jetzt auch nicht verkehrt so unten drunter. Aber ich glaube, das würde ich jetzt mal verzichten wollen. Und dann machen wir natürlich noch die getönten Scheiben. Fände ich auch die mal ganz geil mit diesem blauen. Aber wir machen es jetzt erstmal so ganz klassisch abgedunkelt. Und den Rest machen wir jetzt nicht. Dann würde ich sagen, das soll es sein. Und jetzt ist doch die Unterbodenbeleuchtung dran. Moment, die wollte ich aber nicht. Müsste die jetzt dran? Habe ich die automatisch gewählt oder was? Nee, die wollte ich nicht. Ich will keine haben. So, perfekt. So, ja, kann man sich angucken, würde ich sagen. Dann gehen wir noch ganz kurz, beziehungsweise wir gucken uns das Ganze auch ganz kurz nochmal mit dem Rot an. Das würde natürlich auch klar gehen. Ist aber so Standard, ne? Ist irgendwie zu Standard. Ja, ist das schon cool da mit dem Grün. Geiler Lack auf jeden Fall. Nee, wir machen noch ganz kurz die Profi-Einstellungen. Natürlich weiß ich jetzt nicht, was die perfekten Einstellungen sind. Aber ich habe es ja schon mal gesagt, so grob kann man eigentlich sagen, ein bisschen härter. Hier ein bisschen weicher. Funktioniert zumindest mal in meinem Falle, würde ich sagen, fast immer. Natürlich ist es nicht perfekt, aber doch schon ganz ordentlich. So. Hier gehe ich nicht ganz in die Vollen. Ich finde es so ein bisschen davon weg, irgendwie ein bisschen angenehmer zu fahren. So, dann gucken wir doch mal. Kratzer haben wir auch schon gleich hier auf der einen Seite mit dabei. Die sind auch irgendwie da übrig geblieben. Aber kann man sich doch angucken, oder? Weil ich sag's auch ganz ehrlich nochmal, in der Serie ist der GTA M schon crazy genug. Das müssen wir erstmal hier auspacken. Boah, das ist auch cool. Boah, mit diesem Kleeblatt. So geil. Ich feiere das irgendwie. Und die Italian-Style-Flamme, nice. Ja, Innenraum gab es jetzt dieses Mal halt nicht. Aber passt. Ja, aber Alfa Romeo sind einfach geile Autos. Finde ich. So, jetzt gucken wir mal. Lamborghini, da müssen wir doch ein Rennen fahren können. Machen wir mal kurz hier rein. Dann machen wir nämlich gleich ein kleines Rennen hier. Gucken wir mal, wie wir hier mit dem Fahrzeug abschneiden können. So. Getuned. Und dann wechseln wir natürlich das entsprechende Fahrzeug hier. Und dann würde ich sagen, ich muss gerade gucken, machen wir mal hier. Wenn schon, denn schon. Offroad für die meisten, alles klar. Ich will mich jetzt hier irgendwo durchquetschen. Das fährt sich aber echt gut. Kann man mit arbeiten. Oh, sorry. Da kann man auch mal quasi den großen Bruder
Also Ferrari an sich meine ich damit, ärgern. Ich meine, nicht selten sind ja die Motoren bei Alfa Romeo auch, gerade bei den sportlichen Modellen, direkt aus dem Hause mit dem Pferd. Voilà, beruhig dich. Jetzt gucken wir mal, ob wir uns da ein bisschen besser durchkämpfen können. Die ein oder andere Stelle bin ich jetzt nicht so souverän gefahren. Ich muss aber sagen, das Achtganggetriebe, auch wenn es schön kurz ist alles, man ist doch schon mehr mit Schalten beschäftigt, leider. Also ich glaube, ein Siebengang hätte da auch gereicht mit dem Fahrzeug. In der Realität ist natürlich der siebte und achte Gang eher ein Spritfahrgang, also sehr lange übersetzt. Ich glaube, das ist hier natürlich nicht so gemacht im Spiel, sondern da sind die acht Gänge wirklich so für die V-Max ausgelegt. Dementsprechend muss man ja schon fast wie bei einem Formel-1-Auto durchrödeln, die Gänge. Aber gut. Nichts, was wir nicht hinbekommen, würde ich sagen. So, jetzt hier die Abkürzung nutzen. Dann sieht es auch schon besser aus für uns. Ja, Audi A8 will es aber wissen hier. Aber ich habe da ein bisschen was dagegen. Okay, wunderbar. Dann würde ich aber sagen, machen wir nochmal ein kleines Rennen zur Feier des Tages. Und vielleicht können wir da nochmal ein bisschen besser performen, wenn ich jetzt ein bisschen eingefahren bin. Und dann machen wir vielleicht eine Rennen einfach mal ganz woanders auf der Map. Vielleicht da ganz oben im Norden. Ja, so ein Liberty Walk Rennen sollte doch auch gehen wahrscheinlich. So. Und dann mal hier kurz das ändern. Nein, Mini Cooper wollen wir nicht fahren. Und let's go. Ja, ansonsten, ich habe den Hinweis jetzt auch schon des Öfteren gemacht. Ich versuche auf Twitch diese Woche wieder live zu sein mit The Crew. Also gerne mal bei mir bei Twitch. Bei Twitch, genau. Bei Twitch, das ist die neue Plattform. Bei Twitch. Vorbeischauen. Würde ich mich freuen, wenn der ein oder andere auch mit am Start ist. Da werden wir sicherlich den Summit machen, vielleicht eine Playlist. Oder einfach mal so ein bisschen fahren, vielleicht ein paar Grand Races. Mal schauen, das ist immer relativ spontan und offen. Vorschläge dann im Chat auch immer gerne erwünscht. So, aber jetzt gucken wir erstmal, dass wir vielleicht hier einigermaßen uns durchkämpfen können. Also ganz so souverän bin ich mit dem Fahrzeug nicht. Aber vielleicht ist halt der Alpha hier auch nicht unbedingt das stärkste Fahrzeug in der Klasse. Oder vielleicht auch nicht am einfachsten zu fahren. Oder zumindest mal nicht am Limit zu fahren, wie auch immer. Aber vielleicht muss ich einfach aus Nitro ein bisschen bei der Schwierigkeitsstufe zielgerichteter einsetzen. Ich fährt aber ganz gut eigentlich so in die Kurven rein und um die Kurven rum. Und wiederum, das, was ich jetzt gerade so leicht negativ ausgelegt habe, ist aber dann doch auch wieder ein Vorteil mit den vielen Gängen. Man kann halt dann immer den passenden Gang wählen für die Kurven, um entsprechend auch mit ordentlich Drehzahl und Leistung aus den Kurven wieder rauszufahren. Man darf halt nur dann das Schalten nicht vergessen. Einfach mal mit 300 um diese Kurve rum. Das macht auch nicht jeder. Ein bisschen zu schnell, aber kein Problem.
bremsen hier über die Kuppe. Eigentlich eine geile Strecke. Möchte ich mal hier erwähnt haben. Wenn man jetzt es auch noch schafft, auf der Strecke zu bleiben, dann wäre das natürlich noch besser. So. Ja, ansonsten sei aber natürlich schon mal erwähnt, wenn dir die Folge gefallen hat, wenn dir generell diese Folgen gefallen, würde ich mich natürlich über ein Däumchen nach oben freuen. Und natürlich auch über Feedback in die Kommentare. Das hilft natürlich im Kampf gegen den YouTube-Algorithmus. Und den müssen wir natürlich bestehen. So, jetzt sei einmal nochmal hier schön durch den Tunnel. Deswegen schon mal im Vorfeld viel, vielen lieben Dank. Mit 380 durch den Tunnel ballern. Da musst du auch Coronis haben. Sportliches Fahrzeug hin oder her. So, jetzt gibt es nochmal ein bisschen Serpentinen bergab mit dem Fahrzeug. Sehr gut. Ja, aber ansonsten sage ich trotzdem schon mal an dieser Stelle Tschüss. Das soll es gewesen sein mit einer weiteren Kabel-Tuning-Folge vom The Crew Motorfest hier mit dem Alfa Romeo Giulia GTRM. Oder besser gesagt mit der. Ja, es ist hier eine Dame. Darf man nicht vergessen. Und ja, ansonsten, wie gesagt, bin ich raus. Vielen lieben Dank und bis hoffentlich zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao.